Guten Abend, mein Name ist Dr. Peter Michels. Ich bin leitender Oberarzt in der Asklepios-Klinik Altona und ich möchte heute Abend mit Ihnen über das Thema des Morbus Parkinson, auch ein bisschen über das Parkinson-Syndrom, die Unterschiede werde ich dann erläutern, sprechen und möchte Sie ermuntern, wenn während meines Vortrags Fragen auftauchen, die gerne auch immer zwischendurch schon zu schreiben. Ich werde versuchen, dann auch direkt, wenn ich hier Fragen sehe, darauf einzugehen. Dann starten wir jetzt mal mit der Präsentation. Also es geht um den Morbus Parkinson. Der Morbus Parkinson ist sozusagen ein spezielles Syndrom. Wenn wir nicht genau wissen, ob es wirklich sich um einen Morbus Parkinson handelt, dann reden wir eher erstmal vom Parkinson-Syndrom. Und ich würde gerne anfangen, indem ich Ihnen einfach einen geschichtlichen Überblick kurz gebe, denn der Morbus Parkinson ist vermutlich eine der am längsten beschriebenen Erkrankungen in der Neurologie. Dazu habe ich gleich mal in der ersten Folie ein Zitat aus der Ilias von Homer vorbereitet. Der hat schon 800 vor Christus den König Nestor beschrieben, dass der, trotzdem er so ganz athletisch wirkte, die Glieder nicht mehr so richtig ruhig halten konnte und die Arme und die Beine nicht mehr locker schwingen. Das sind schon zwei Symptome, die darauf hindeuten, dass schon Nestor vermutlich an so einem im weitesten Sinne Parkinson-Syndrom gelitten hat. Diese Beschreibungen, die gehen dann weiter und ist eigentlich weltweit immer wieder gibt es Berichte und Beschreibungen von Menschen, wo man denken würde, die haben vielleicht an so einem Parkinson-Syndrom gelitten. Hier, das können Sie natürlich weder Sie noch ich lesen, ist es aus einer chinesischen medizinischen Textsammlung, die auch weit vor Christi Geburt datiert wird. Auch da werden Symptome beschrieben, die daran denken lassen, dass es sich dabei wohl um Parkinson-Symptome gehandelt haben könnte. Es gibt auch Zitate aus der Bibel im Lukas-Evangelium. Da beschreibt Lukas, wie Jesus in einer Synagoge eine Frau, die schon lange krank war, stark verkrümmt. Dafür gibt es heute einen Fachbegriff. Wir würden sagen, wenn das so aussieht wie auf diesem Bild, das ich da oben eingebaut habe, das ist eine sogenannte Camptocormie, die Verkrümmung des Rumpfes nach vorne. Sie konnte nicht mehr aufrecht gehen und Jesus hat dann eben eine Heilung vollbracht und sie konnte sich aufrichten. Das sind alles Beschreibungen, die daran denken lassen, das könnte sich um ein Parkinson-Syndrom handeln. Das sind also die ganz alten Beschreibungen. Eine ziemlich genaue Beschreibung, sogar eigentlich genauer als das, was dann der Namensgeber der Erkrankung später geliefert hat, hat Wilhelm von Humboldt, der große Allgemeingelehrte, geliefert. Der hat Anfang des 19. Jahrhunderts ausführlich selber beschrieben, wie er unter dieser Erkrankung zunehmend gelitten hat. Und Sie sehen auf diesem Bild auch ein weiteres typisches Symptom für die Erkrankung, nämlich die Störung der Schrift. Wir sagen dazu die sogenannte Mikrographie. Sie sehen, wie Humboldt 1809 noch ganz flüssig und groß seinen Namen schreiben konnte und wie sich das dann innerhalb von ungefähr 25 Jahren immer weiter verändert, immer kleiner würde man sagen, krakeliger von der Handschrift wird. Das ist also auch ein ganz typisches Symptom des Morbus Parkinson, das wir auch, wenn wir Patienten untersuchen, testen und dann so Testsätze schreiben lassen und feststellen, dass die Handschrift auch im Verlauf eines Satzes immer kleiner und unleserlicher wird. Humboldt hat dann, und hier sind einfach nur mal ein paar Begriffe aufgeführt, eben wie gesagt schon sehr detailliert geschildert, was er denn selber als
krankhaft empfunden hat. Er sagt, die Schwäche und das Zitterhafte, ein weiteres Kardinalsymptom des Morbus Parkinson, dass wir feststellen, dass die Patienten zittern. Ich gehe nochmal nachher drauf ein, bei welchen Gelegenheiten oder wodurch sich dieses Zittern besonders auszeichnet. Also nicht jedes Zittern ist Zeichen eines Parkinson-Syndroms. Die Schwerfälligkeit und die Nervenschwingungen, wo man nicht so ganz genau weiß, was Humboldt damit vermutlich gemeint hat. Also, wenn wir in der Geschichte gucken, dann gibt es schon eine ganze Reihe von Beschreibungen, in denen immer wieder die einzelnen typischen Symptome, die auf den Morbus Parkinson hinweisen, geschildert werden. Letztlich hat das dann aber auch Anfang des 19. Jahrhunderts der Arzt James Parkinson in einem ganz berühmt gewordenen Essay beschrieben. Das ist The Essay on the Shaking Palsy, also den Essay über die Schüttellähmung. Das ist ja auch lange Zeit ein Begriff für den Morbus Parkinson gewesen, die sogenannte Schüttellähmung. Das vereint zwei Dinge, nämlich einerseits dieses Zittern, das wir fachmännisch als Tremor bezeichnen, und andererseits die Bewegungsunfähigkeit, hier benannt als Lähmung. Also er sagt, es ist ein unwillkürliches Zittern bei nachlassender Muskelkraft. Vor allem, und da komme ich jetzt eben schon auf dieses Zittern, weniger, wenn die Menschen sich bewegen. Das Zittern tritt vor allem in Ruhe auf. Das hat schon Parkinson so beobachtet und sagt, weniger in Bewegung, eher bei Haltefunktionen. Es besteht die Neigung, den Körper nach vorne zu beugen. Da erinnere ich jetzt nochmal an dieses Bibelzitat vorhin. Die Frau, die vornübergebeugt war und seit Jahren sich nicht aufrichten konnte. Und es besteht die Neigung, und das ist auch wieder ganz typisch, wenn man Parkinson-Patienten betrachtet, vom Gehen eher in so ein kleinschrittiges, trippelndes Laufen zu verfallen. Also nicht mit großen, immer ausgreifenden Schritten zu gehen, sondern eher immer kleinschrittiger und trippelnder zu werden und dann immer schneller laufen zu müssen. Parkinson hat damals gesagt, die geistige Aufnahmefähigkeit und der Intellekt bleiben bei dieser Erkrankung erhalten. Darauf werde ich dann nochmal ganz am Ende des Vortrags eingehen, dass wir leider sagen müssen, dass das so nicht, heutzutage nicht gesagt werden kann. Aber darauf kommen wir dann am Ende des Vortrags. Soweit so ein ganz kurzer geschichtlicher Abriss. Und zur weiteren Einführung würde ich gerne einmal kurz, ein bisschen fachmännisch, darauf eingehen, was denn die Grundlagen eigentlich dieser Erkrankung sind, soweit wir das heute sagen können. Wir wissen längst noch nicht alles über die Parkinson-Erkrankung, obwohl sie eben schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Wir wissen, dass es sich letztlich, das ist jetzt hier eine Grafik des menschlichen Gehirns, dass es sich letztlich um eine Krankheit der Basalganglien handelt. Die sind hier im Einzelnen benannt, und eine Störung in dem Regelkreis der Basalganglien führt dazu, dass die Bewegungen nicht so abgestuft und so fließend stattfinden können, wie das beim gesunden Menschen der Fall ist. Eine ganz wichtige Rolle beim Morbus Parkinson spielt dabei die Substantia nigra, die schwarze Substanz, wo der Botenstoff Dopa gebildet und ausgeschüttet wird. Und das ist ein zentrales Problem beim Parkinson-Syndrom, dass es zur Verarmung an diesem Botenstoff kommt. Das ist hier nochmal an ganz alten pathologischen Aufnahmen aufgezeichnet. Sie sehen auf der einen Seite einen gesunden Patienten, einen Schnitt durch ein gesundes Gehirn, und Sie sehen, wenn ich jetzt da mal mit dem Pfeil hingehe, hier die normale Substanz hier. Ja, beim Morbus aussieht. Also da haben wir einen Abbau, eine Degeneration der Substantia nigra.
Und das führt eben zu den typischen Parkinson-Syndromen. Wir können also beschreiben, aus irgendwelchen Gründen bauen sich diese Zellen ab. Warum es dazu kommt, ist in vielen Fällen noch nicht klar. Wir wissen, dass bestimmte Stoffe abgelagert werden, die zu diesem Zellabbau führen können. Wir spekulieren, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Ernährung im weitesten Sinne und dem Parkinson geben kann, weil diese Stoffe, die da abgelagert werden, das sogenannte Alpha-Synuclein, zuerst in der Darmschleimhaut festgestellt werden können und dann kann man das sozusagen verfolgen bis in das Gehirn. Aber letztlich wirklich verstanden, warum es zu diesem Zellabbau kommt, haben wir bis heute nicht. Das Problem ist, dass wir lange Zeit von dem Parkinson überhaupt nichts mehr merken, also dass sich eine ganze Reihe Zellen zunächst mal abbauen müssen, bevor überhaupt klinisch Symptome auftreten. Das heißt, wenn wir merken, dass der Patient ein Parkinson-Syndrom hat, dann können wir zwar eine, wir sagen dazu, symptomatische Therapie machen, also wir können gegen das Zittern etwas tun, wir können etwas gegen die Muskelsteifigkeit tun, wir können aber nichts an der Ursache ändern, weil schon ein großer Teil der Zellen abgebaut sind. Wenn wir also eine ursächliche Therapie machen wollten, wenn wir versuchen wollten, die Krankheit tatsächlich an ihrer Ursache zu bekämpfen, dann müssten wir früher therapieren und dazu bräuchten wir eigentlich irgendeinen Marker, irgendeine Substanz, die wir vielleicht im Blut oder im Nervenwasser untersuchen können, die uns sagt, dieser Patient wird später mal ein Parkinson-Syndrom auch klinisch entwickeln und wir fangen jetzt schon an, ursächlich zu behandeln. Dieser Marker, den haben wir bisher aber bis heute nicht gefunden und das bedeutet, dass wir bisher eigentlich keine wirklich ursächliche Therapie zur Verfügung haben, sondern wir beginnen immer irgendwo hier jenseits dieser gestrichelten Linie zu therapieren. Dann, wenn die Patienten kommen und sagen, ja, irgendwie bin ich weniger beweglich, irgendwie zittert die Hand, dann können wir eine symptomatische Therapie beginnen. Dann haben wir aber schon einen Großteil dieser sogenannten dopaminergen Neurone verloren und können eben ursächlich am Krankheitsverlauf leider gar nichts mehr ändern. Noch schöner oder wahrscheinlich ist es so, dass auch das Parkinson-Syndrom gar keine ganz einheitliche Krankheit ist, sondern dass es verschiedene Ursachen haben kann, die sich dann einfach in gleicher Weise klinisch äußern, aber unterschiedliche Grundlagen haben. Und wenn wir das herausfinden könnten, was sind diese unterschiedlichen Ursachen, dann könnten wir ja auch, das ist in der nächsten Folie nochmal deutlicher zu sehen, dann könnten wir versuchen, ganz gezielt für einzelne Patientengruppen Therapien vorzunehmen. Sie sehen hier auf der einen Seite, das ist sozusagen der Ansatz, den wir im Moment haben. Wir haben eine ganz gemischte Menschengruppe und wir müssen warten, bis Symptome auftauchen und dann haben wir unsere eine oder wenige verschiedenen Pillen, mit denen wir diese Symptome behandeln. Wenn es uns gelingen würde, diese Menschengruppe schon vor Auftreten von Symptomen zu differenzieren zwischen denen, die bestimmte Risiken haben, dann könnten wir natürlich auch eine gezieltere Therapie vornehmen und könnten sagen, verschiedene Ursachen versuchen wir auch verschieden zu behandeln. Das ist aber Zukunftsmusik. Das können wir bis heute beim Parkinson-Syndrom leider nicht machen. Das Parkinson-Syndrom tritt zwar weltweit auf, aber wie gesagt, wir wissen gar nicht ganz genau, was die Ursache ist. Und wir müssen feststellen, dass das auch offensichtlich regional unterschiedlich ist. Sie sehen hier einerseits an diesen Kurven, dass das Typische beim Parkinson-Syndrom ist, es ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Sie sehen, überall auf der Welt hat es seinen Gipfel so zwischen dem 70. bis 80. Lebensjahr in dem Auftreten. Es gibt natürlich auch jüngere Menschen, aber am häufigsten ist es eben in diesem Lebensalter. Und irgendwann später tritt es als Neuerkrankung auch gar nicht mehr auf. Aber die Häufigkeiten pro
100.000 Einwohner, die sind schon sehr unterschiedlich. Es ist in den USA viel häufiger als in Finnland. Woran das genau liegt, wie gesagt, wir wissen es nicht. Mag mit irgendwelchen Lebensgewohnheiten zusammenhängen, haben wir bisher nicht herausgefunden. Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, wir müssen eigentlich so früh wie möglich behandeln. Und dann ist die Frage, naja, wenn wir schon keinen so einen Labormarker oder kein Röntgenbild zur Verfügung haben, das uns vor Auftreten von Symptomen sagt, dieser Mensch könnte betroffen sein. Was haben wir denn für Möglichkeiten der Früherkennung des Parkinson-Syndroms? Und da gibt es ein paar Symptome, die uns immer darauf hinweisen, dass ein Mensch ein Parkinson-Syndrom entwickeln könnte. Jetzt muss ich dazu sagen, seien Sie nicht beunruhigt, weil da stehen so ein paar Symptome, da könnte jetzt jeder sagen, ja, das habe ich auch mal. Das, was ein häufiger Vorbote ist, ist das sogenannte, was hier auf Englisch REM Sleep Behavior Disorder genannt wird. Das auf Deutsch übersetzt bedeutet es einfach eine Störung des REM-Schlafes, also der Schlafphase, in der wir träumen. Wir wissen heute, dass Patienten, die unter diesen sogenannten REM-Schlafstörungen leiden, also sehr lebhafte, sehr unruhige Träume haben, sehr viel nicht nur Augenbewegungen, sondern tatsächlich auch um sich schlagen oder rumwühlen im Bett, dass diese Menschen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Parkinson-Syndrom entwickeln können. Also nicht jeder, der solche Schlafstörungen hat, kriegt das, aber wenn es so ein chronisches Problem ist, dann muss man sagen, das ist einer der möglichen Vorboten. Ein zweites Symptom ist die sogenannte Hyposmie. Hat man vor einigen Jahren schon herausgefunden, dass Patienten, die ein schlechteres Riechvermögen haben, im weiteren Verlauf eventuell auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein Parkinson-Syndrom zu entwickeln. Und dann gibt es, Verstopfung, Depression. Sie sehen schon, das sind alles so Symptome, da kann jeder sagen, naja, das könnte jetzt zum Teil auch auf mich zutreffen, das ist jetzt gar nichts so ganz Ungewöhnliches. Und wir setzen dann natürlich noch zusätzlich apparative Untersuchungen ein. Sie sehen hier einmal ein Bild aus dem Ultraschall. Wir können im Ultraschall des Gehirns feststellen, die Substantia nigra, das, wo ich sagte, das spielt eine zentrale Rolle, das können wir darstellen im Ultraschall und können sagen, wenn die so wie hier in diesem Bild so relativ hell aufleuchtet, dann ist es auch wiederum ein Zeichen für die Entwicklung eines Morbus Parkinson. Wir können auch spezielle radioaktive Untersuchungen machen, wo wir sagen können, wenn hier so eine Region hell aufleuchtet und so ausgedehnt ist, dann ist das ganz normal, während auf der anderen Seite, da sehen Sie hier, ist das so deutlich reduziert, das ist dann auch ein Zeichen für das Vorliegen eines Morbus Parkinson. Also wir haben ein paar sowohl klinische Untersuchungen als auch technische Untersuchungen zur Verfügung, mit denen wir gucken können, schon bevor die Patienten jetzt ein ausgeprägtes Zittern oder eine ausgeprägte Steifigkeit haben, könnte es hier zu einem Morbus Parkinson vorliegen. Hier ist nochmal gezeigt, das will ich jetzt gar nicht weiter erläutern, aber hier kann man eben sagen, wenn Menschen REM-Schlafstörungen haben, dann kann es sich innerhalb von Jahren, entwickelt sich dann daraus unter Umständen ein Parkinson-Syndrom. Was Ähnliches kann man auch für die Riechstörungen darstellen. Also auch da gibt es so Kurven, dass man sagt, die laufen den eigentlichen Symptomen voraus. Und innerhalb von Jahren kommt es aber dann zur Entwicklung des Parkinson-Syndroms. Und hier ist nochmal eine andere bildgebende Methode, das ist das Kernspintomogramm. Da guckt man auch wieder besonders auf die Substantia nigra. Das ist jetzt, wo ich hier mit meinem roten Punkt darüber fahre. Das ist die Substantia nigra. Und da gibt es so ein Phänomen, deswegen ist hier dieser Vogel abgebildet. Wir nennen das dann das Schwalbenschwanzphänomen, wenn die hier so aussieht wie so ein Schwalbenschwanz, wie hier. Oder das hier ist der gesunde Mensch. Und hier sehen Sie, dass hier wie so ein Schwalbenschwanz, der sich da so ein weißer Streifen reingeschoben hat, dann sind das auch wiederum Zeichen für das Parkinson-Syndrom.
auch eine chronische Bindehautentzündung. Chronische trockene Bindehaut kann ein Zeichen für die Entwicklung eines Parkinson-Syndroms sein. Also zusammengefasst nochmal, wir haben eine ganze Reihe klinische Symptome, nicht nur, wir müssen nicht warten, bis jetzt das Zittern oder die Muskelsteifigkeit beginnt. Wir können schon vorher den Verdacht äußern und durch apparative Untersuchungen dann auch untermauern. Wenn man das alles zusammenfasst, dann hat es mal vor schon einigen Jahren eine Untersuchung gegeben. Wer stellt eigentlich meistens diese Diagnose und wie gut und wie sicher ist die denn dann eigentlich? Weil der Morbus Parkinson ist eine häufige Diagnose und Sie sehen, dass auch häufig nicht Neurologen, sondern Hausärzte oder Internisten bei ihren Patienten diese Diagnose stellen. Es ist aber schon so, und das kann man eben sehen, hier ist aufgezeichnet, wie sicher ist denn die Diagnose, und hier der obere Balken, das wären sozusagen die sogenannten Nicht-Experten, würde jetzt der Neurologe immer sagen, ein Internist oder ein Orthopäde oder ein Hausarzt ist ein Nicht-Experte. Der kann zwar oft richtig liegen, aber die Sicherheit, wenn man dann einen Experten gefragt hat und vor allen Dingen, wenn man dann noch den Verlauf über eine Weile beobachtet, dann kann man doch schon durch die klinische Untersuchung eine hohe Sicherheit gewinnen. Ist das wirklich ein Parkinson-Syndrom oder sogar im engeren Sinne eben ein Morbus Parkinson? Nochmal als Erinnerung, das nochmal anders grafisch dargestellt. Der Zelluntergang beim Parkinson-Syndrom, der findet eine ganze Weile unbemerkt statt. Also wir haben hier die rote Linie, das sei einfach mal die Zahl der Zellen und die geht immer weiter runter. Und erst wenn ungefähr 60% der Zellen, die das DOPA produzieren, kaputt gegangen sind, dann beginnen Krankheitssymptome und dann kommen die Patienten und sagen, irgendwas stimmt nicht. Vorher diesen Zelluntergang, den bemerken sie gar nicht. Den können wir vielleicht durch unsere apparativen Untersuchungen sehen. Den können wir vielleicht erahnen, wenn wir feststellen, der Patient schläft aber ganz unruhig und hat auch noch ein schlechtes Riechvermögen. Aber merken an den motorischen Symptomen tun wir das hier erst an diesem Punkt, wenn mindestens 60% der Zellen kaputt gegangen sind. Wenn das denn so ist, dann kommen wir jetzt zu den Symptomen, mit denen die Patienten dann tatsächlich zu uns in die Praxis oder ins Krankenhaus kommen. Da gibt es so eine ganz weite Spanne. Ich habe jetzt hier erstmal die wichtigsten Hauptsymptome aufgeführt. Das eine ist die sogenannte Bradykinese, zu Deutsch eine Bewegungsarmut, zunächst mal Verlangsamung und dann aber auch tatsächlich Verarmung. Die Bewegungen werden kleiner und das können Sie in vielen Bereichen des Körpers beobachten. Das betrifft nicht nur Arme und Beine, sondern man kann auch sagen, die Mimik wird viel sparsamer, viel ärmer. Man kriegt so ein relativ starres Gesicht. Das ist das mit bekannteste Symptom der Parkinson-Erkrankung. Dazu kommt dann der sogenannte Rigor. Das ist hier einfach übersetzt mit Steifigkeit. Das ist nicht so ganz richtig. Die Muskeln sind nicht einfach nur steif, sondern wenn jemand versucht, die Muskeln durchzubewegen, dann fühlt sich das so ein bisschen an, wie wenn sie ein Zahnrad bewegen. Deswegen sagen wir dazu auch Zahnradphänomen. Also einerseits ist die Spannung der Muskulatur zu hoch und bei Durchbewegen merkt man, dass das nicht so kontinuierlich hoch ist, sondern dass das so ruckelig ist. Das ist das Zahnradphänomen. Dann das wichtige Symptom, das der Krankheit ja mit den Namen gegeben hat, der sogenannten Schüttellähmung, das ist der Tremor. Beim Parkinson typischerweise gar nicht ein so ganz schneller Tremor, sondern man sagt immer so 3 pro Sekunde. Und ein Tremor, der vor allem in Ruhe auftritt. Also wenn der Patient im Stuhl sitzt, dann hat er einen Tremor. Wenn er die Arme hochhebt, wenn er sie benutzt, dann verschwindet dieser Tremor häufig. Also es ist ein sogenannter Ruhe.
gutes Wort, das ist die mangelnde Stabilität der Körperhaltung. Also die Patienten haben Schwierigkeiten, wirklich sicher aufrecht zu stehen. Da gibt es auch so Tests, wenn man die dann leicht anschubst, dann geraten die sehr schnell aus dem Gleichgewicht, können sehr schlecht so Ausgleichsschritte machen und versuchen das eben immer zu kompensieren durch so eine vorgebeugte Körperhaltung. Wenn wir das nochmal ein bisschen genauer angucken, dann wird man sagen, es gibt einerseits die motorischen Störungen, also die Störungen, die wir an den Muskeln, an den Extremitäten feststellen. Das ist die Minderbewegung der Hände. Das ist auch häufig so, dass wenn wir die Patienten beim Gehen beobachten, dass die nicht mit ausgestreckten Armen und neben dem Körper schwingend gehen, sondern dass der Arm häufig so ein bisschen gebeugt ist und gar nicht mitbewegt wird. Das ist im Bereich des Gesichts die sogenannte Hypomimie. Also wir alle haben ja ständig irgendwelche mimischen Bewegungen. Das ist beim Parkinson-Patienten, wenn Sie den angucken, wesentlich seltener. Der Lidschlag wird seltener, die ganze Mimik verarmt. Hier steht dann auch noch, dass der Tremor Stress ausgelöst sein kann. Also wenn der Patient sich aufregt, dann wird der Tremor eher mehr. Wie gesagt, das muss man unterscheiden von Formen des Zitterns, die vor allem bei irgendwelchen Tätigkeiten auftreten. Also das ist schon im Sitzen, aber wenn Sie den Patienten dann unter emotionalen Stress setzen, dann wird das eher mehr. Rigor war das, was ich eben mit Zahnradphänomen beschrieben habe. Und dann ganz ausgeprägt und ganz wichtig und den Patienten oft mit am meisten beeinträchtigend sind die Gangstörungen, dass die Patienten häufig eben nicht so gut loslaufen können. Die haben erstmal so eine Starthemmung, sie stehen da und wenn man sagt, so, geh mal los, dann geht das erstmal gar nicht und dann muss man sie auffordern, ganz große Schritte zu machen und sie neigen dazu, immer in so ein Trippeln zu verfallen oder dann gibt es auch das plötzliche völlige Anhalten, das sogenannte Freezing, also eine ganz ausgeprägte Schwierigkeit des Ganges, die die Patienten eben ganz schwer behindert und auch so sturzgefährdet macht. Und auch etwas, was für die Patienten bei den motorischen Symptomen sehr, sehr beeinträchtigend und sehr wichtig ist, ist, dass die Sprache zunehmend undeutlich wird. Also häufig so verwaschen. Das ist nicht so, dass die Patienten nicht auf die richtigen Worte kommen, sondern es ist in der Tat eine Sprechstörung. Die Worte sind schon richtig und der Satzinhalt ist auch richtig, aber es kann zum Teil so undeutlich und so verwaschen werden, dass es kaum noch verständlich ist. Das sind die motorischen Störungen. Und dann kommen dazu vegetative Störungen. Ich hatte schon gesagt, es gibt bei vielen Parkinson-Patienten Obstipation. Man muss das eigentlich ein bisschen weiter fassen. Das gibt bei vielen Patienten eine Störung der gesamten Magen-Darm-Beweglichkeit, der Motilität, wie wir dazu sagen. Also Verdauung ist ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist die Neigung zu starkem Schwitzen. Da gibt es auch, wenn Ihnen das mal begegnet, so wieder so Fachbegriffe, die Kombination sozusagen eines unbeweglichen Gesichtes und dann einer vermehrten Schweißneigung, die führt dazu, dass das Gesicht immer so aussieht, als wenn Sie gerade frisch eingecremt hätten. Dann sagen wir, das ist das typische Salbengesicht. Wenig beweglich und immer so ein bisschen Schweiß, das sieht dann so aus wie eingesalbt. Und ein wichtiges Problem, das wir über lange Zeit nicht richtig eingeschätzt haben, sind Schlafstörungen. Ich hatte schon gesagt, REM-Schlafstörungen ist das eine, also diese unruhigen Träume. Und die Verschlechterung der Beweglichkeit führt aber natürlich auch dazu, dass die Patienten sich nicht so wie wir alle im Schlaf bewegen können und auch mal umdrehen, sondern dass die häufig, gerade weil sie dann auch längere Zeit nachts ja keine Medikamente bekommen, dass die häufig ganz steif im Bett liegen und darunter leiden, sich eben nicht richtig bewegen zu können. Das führt dann zur Verstärkung dieser Schlafstörung. Und dann gibt es sowas wie
Sensible Störung habe ich es hier mal genannt. Schmerzen spielen eine Rolle. Verspannungen, natürlich, wenn ich mich nicht so richtig bewegen kann, spielen eine Rolle. Das kann bis zu Gelenkbeschwerden führen. Schulter-Armschmerzen sind ganz häufig und die Riechstörungen, die hatte ich jetzt schon erwähnt. Und dann muss man eben auch sagen, da gehe ich, wie gesagt, ganz am Schluss nochmal drauf ein, es ist so, dass sich auch psychisch viel beim Parkinson-Symptom verändert. Natürlich erstmal reaktiv auf diese ganzen motorischen Symptome, die ich habe, die führen natürlich dazu, dass Patienten auch häufig depressiv verstimmt sind, dass sie keine Initiative mehr haben, irgendwas zu unternehmen, weil das alles so schwierig wird, dass die Patienten sich zurückziehen, weil sie sagen, das ist unangenehm, das fällt irgendwann auch in der Allgemeinheit auf, ich möchte gar nicht mehr rausgehen und auf der anderen Seite aber so eine innerliche Unruhe bekommen. Das war jetzt so ein schneller Ritt durch die Symptome, die wir sehen, wenn wir dann sagen, so jetzt ist das Parkinson-Syndrom tatsächlich auch nach außen sichtbar. Und das ist ja auch der Zeitpunkt, in dem wir dann in der Regel mit Therapie beginnen. Deswegen will ich auch noch ein bisschen was zur Therapie des Morbus Parkinson sagen. Erstmal wieder ein geschichtlicher Überblick. Also wie gesagt, 1817 hat Herr Parkinson das beschrieben. Und wie das so ist, dann kann man das erstmal nur beschreiben und so richtig einen medikamentösen Ansatz gibt es nicht. Und hier aber Ende der 50er Jahre mit einem extra mit einem gelben Pfeil gekennzeichnet, ist sozusagen der Meilenstein der Therapie, der bis heute auch mit der wichtigste Meilenstein ist, nämlich die Entwicklung des L-Dopa als Tablette zunächst, die wir von außen zuführen können. Dann gab es eine ganze Reihe weiterer Medikamente, sogenannte Dopa-Agonisten zum größten Teil, die man entwickelt hat, immer in der Hoffnung, auch das Fortschreiten der Krankheit aufhalten zu können. Aber bis heute der wichtigste Meilenstein der Entwicklung ist im Grunde genommen, dass wir diesen Botenstoff von außen zuführen, den sonst der Körper selber produziert. Und dann gibt es in den letzten Jahren immer mehr Überlegungen, ob man durch zum Beispiel Transplantation von Stammzellen diese untergegangenen Zellen ersetzen kann. Und noch davor, und das ist schon ein bisschen weiterentwickelt, ob man quasi unter Umgehung dieses Botenstoffes einfach sagen kann, naja, das, was der Botenstoff da sonst auslöst, die Zellen, auf die der sonst zielt, die können wir ja vielleicht auch anders erregen. Das ist die sogenannte tiefe Hirnstimulation, indem wir Elektroden einpflanzen, die sagen, wir brauchen gar kein Dopa mehr. Wir nehmen sozusagen den Strom von außen und erregen damit die Zielzellen. Das ist etwas, was man heute schon häufiger macht. Stammzelltransplantation ist eher noch experimentell. Und was eben uns nach wie vor, das hatte ich vorhin schon gesagt, völlig fehlt, ist sozusagen ein ursächlicher Ansatz. Alle diese Medikamente, die man entwickelt hat, mit der Idee, naja, wir tun was gegen den Zelluntergang, die haben alle bisher keinen überzeugenden Erfolg. Also wir sind immer noch bei der, man so will, symptomatischen Therapie. Ich gehe jetzt auf die Therapie zunächst aus ärztlicher Sicht ein. Ich zeige Ihnen gleich, warum das im Verlauf der Erkrankung immer schwieriger wird. Wir haben als erstes mal die Aufgabe als Ärzte zu sagen, am Anfang kann man es relativ leicht machen, nehmen Sie Dopa und das wirkt. Und dann wird das irgendwann schwierig, dann kommt es zu Schwankungen im Krankheitsverlauf, es kommt zu Nebenwirkungen der Medikamente und da müssen wir uns drum kümmern mit verschiedenen Strategien, verschiedenen Medikamenten, verschiedenen Aufbereitungen des Dopas. Das kann man so geben, dass es einen sehr schnellen Wirkungseintritt hat oder einen sehr langsamen. Man kann versuchen, das kontinuierlich über Pumpen zu geben. Also da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten,
die Medikamente so einzustellen, auch dass man im weiteren Krankheitsverlauf auch da noch einen relativ großen Gewinn hat. Und dann gibt es, das habe ich da unten hingeschrieben, die sogenannten Eskalationstherapien. Das sind eben zum Teil diese Pumpentherapien, wo wir sagen, es reicht nicht mehr, Tabletten einfach mal dreimal am Tag oder viermal am Tag oder sechsmal am Tag zu nehmen. Wir führen die jetzt kontinuierlich zu. Und das ist letztlich auch diese Frage der tiefen Hirnstimulation bei bestimmten Parkinson-Patienten, wo wir sagen, das können wir jetzt durch einen Stimulator von außen besser in den Griff bekommen. Das habe ich hier nochmal ein bisschen zusammengefasst. Am Anfang der Parkinson-Erkrankung, da haben wir so eine Situation, die blauen Pfeile hier, die sollen einfach nur sagen, da nimmt der Patient jetzt seine Medikamente ein. Die orange Linie sagt, der ist die ganze Zeit eigentlich gleichmäßig gut beweglich. Und hier unten drunter, die blaue Linie, da hat man mal gemessen, wie sind denn die Blutspiegel des Medikaments? Also wie viel vom Medikament ist zu welchem Zeitpunkt im Blut? Und Sie sehen, am Anfang, im Anfangsstadium, haben wir hier dreimal am Tag um 8, um 12, um 17 Uhr eine Medikamenteneinnahme. Und wir haben eigentlich durchgehend eine gute Beweglichkeit, egal was unsere Blutspiegel da unten tun. Dann ist es aber irgendwann so, dass immer mehr Zellen zugrunde gehen. Die Blutspiegel hier unten, die bleiben gleich. Aber es beginnt hier oben, dass die Beweglichkeit nicht wirklich immer gleich ist, sondern so schwankend hin und her geht. Und das entwickelt sich immer weiter. Und Sie sehen dann, dass die Beweglichkeit zum Teil am Ende des Intervalls zwischen 8 und 12 Uhr hier zum Beispiel deutlich schlechter wird. Dem begegnen wir dann, indem wir sagen, na, dann müssen Sie die Medikamente häufiger nehmen oder wir sagen, wir geben bestimmte Retardformen des Medikaments. Aber das kann im Lauf des Parkinson, der Entwicklung der Parkinson-Krankheit zu einem ganz schwerwiegenden Problem werden. Wir sprechen davon immer so die ersten Jahre, gibt es auch so einen schönen Begriff, das nennen wir sozusagen den Honeymoon. Wir können eigentlich mit unseren Medikamenten tun, was wir wollen. Es wird immer eine ungefähr gleichmäßig gute Beweglichkeit erreicht. Und dann im Laufe der Jahre wird es immer schwieriger, das noch zu erreichen. Dann gibt es immer mehr Schwankungen und wir neigen dazu, immer mehr Medikamente zu geben. Die machen dann natürlich Nebenwirkungen. Also da wird die ganze Einstellung dann schwierig. Jetzt habe ich Ihnen die ganze ärztliche Sicht gezeigt. Ganz wichtig beim Parkinson, das ist nicht nur medikamentöse Behandlung. Das ist Zusammenarbeiten verschiedener Berufsgruppen. Das sind die Ärzte und hier jetzt zum Beispiel mal die Physiotherapeuten haben eine extrem wichtige Rolle. Es ist ganz wichtig für die Patienten, in Bewegung zu bleiben und zu üben, dass nicht alles immer kleinschrittiger und kleiner in den Bewegungen und langsamer in den Bewegungen wird. Da gibt es ganz bestimmte Therapieprogramme, die die Physiotherapeuten speziell erlernen und speziell mit den Patienten dann durchführen, wo es im Wesentlichen immer darum geht, größere Bewegungen, flüssigere Bewegungen zu üben. Und das ist eben auch nicht nur Arzt und Physiotherapie, da kommt auch, ich hatte ja schon über die Veränderung der Stimme gesprochen, es kommt auch die Sprachtherapie dazu, auch die muss mit den Patienten üben. Lautes und deutliches Sprechen. Dann kommt noch dazu, dass viele Patienten eine Schluckstörung entwickeln. Das ist auch Aufgabe der Logopädie, dagegen zu arbeiten, weil natürlich eine Schluckstörung extrem die Therapie beeinflusst. Es ist eine Aufgabe für die Ergotherapie, die Alltagsfähigkeiten verbessern soll, die an der Feinmotorik arbeitet. Jüngere Parkinson-Patienten stehen ja zum Teil noch im Beruf, da muss man berufsbezogene Trainings machen. Und, das habe ich immer jetzt schon angedeutet, es kommt eben das Thema Hirnleistung noch dazu. Es ist eben leider nicht so, wie Herr Parkinson gesagt hat, dass die intellektuelle Leistungsfähigkeit mit dieser Erkrankung gar nichts zu tun hat, sondern es gibt schon ein gewisses Risiko, dass es auch zum Abbau von Hirnleistung kommt. Deswegen ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist eine Teamaufgabe. Nicht der Arzt alleine kann es tun, sondern verschiedene Therapeuten. Es gibt auch die Möglichkeit, über Hilfsmittelversorgung zu reden. Wir müssen reden über die psychologischen Folgen des Parkinson-Syndroms.
Also da gibt es eine ganze Reihe für Teams zu tun. Deswegen bieten wir, und das zeige ich jetzt gleich nochmal hier in der Klinik, auch die sogenannte Parkinson-Komplexbehandlung an, also spezielles Team ausgerichtet auf diese Erkrankung. Das ist gemeint für Patienten, die nicht am Anfang ihrer Erkrankung stehen, sondern die unter zunehmenden Einschränkungen leiden, wo der niedergelassene Neurologe sagt, jetzt komme ich mit Medikamenteneinstellung alleine nicht mehr weiter. Ich brauche jetzt mal so dieses geschilderte Team, um den Patienten wieder ein bisschen auf einen besseren Stand zu bringen. Es ist gemeint für Patienten, die schon Medikamentennebenwirkungen haben, die ambulant vielleicht nicht alle zwei Tage zum Neurologen laufen können. Und wir müssen gucken, kann man da an den Medikamenten noch etwas verändern, und auch Patienten mit nicht-motorischen Symptomen. Jetzt komme ich noch einmal zurück auf das, was ich gesagt habe, zu den intellektuellen Leistungsfähigkeiten. Schon von Humboldt, den ich am Anfang erwähnt habe, hat gesagt, es ist nicht so, dass mich am meisten stört, dass ich tatsächlich behindert bin, sondern das Problem ist, ich sehe so aus, mit meinem Verlust der Mimik, mit meiner undeutlichen Sprache, mit diesem mal geht es mir gut, mal geht es mir ganz schlecht, sondern das sieht dann alles so aus, als wäre ich geistig völlig abgebaut. Das bin ich gar nicht unter Umständen, aber vom äußeren Aspekt ist das so, dass die Menschen um mich herum denken, naja, der ist jetzt aber auch nicht mehr so geistig fit, wie er mal gewesen ist. Es ist aber tatsächlich so, das muss man eben leider sagen, dass der Morbus Parkinson die Gefahr, auch eine Demenz zu erleiden, deutlich erhöht. Wir haben unter den Parkinson-Patienten ein fünffach erhöhtes Demenzrisiko. Und das kann, je länger die Krankheit verläuft, immer weiter ansteigen. Das haben wir früher gar nicht so häufig so gesehen, weil wir eben diese ganz langen Krankheitsverläufe nicht hatten. Unsere medikamentöse Therapie ist ja eher besser geworden. Wir sehen jetzt auch sehr lange Krankheitsverläufe, müssen dann aber feststellen, dass eben nach einer langen Zeit auch doch ein großer Anteil der Parkinson-Patienten auch an einer sogenannten Parkinson-Demenz erkrankt. Und dann will ich ganz zum Schluss noch einmal sagen, für diesen ganzen Krankheitskomplex haben wir hier in Altona so verschiedene spezialisierte Angebote ausgearbeitet. Also das eine ist die Frage, ist das wirklich ein Parkinson-Syndrom? Man kann zu uns kommen und kann bestimmte Untersuchungen machen lassen, um eine Diagnosesicherheit zu bekommen. Dann gibt es, wie gesagt, eine Phase, da glaube ich, dass das Krankenhaus nicht entscheidend wichtig ist. Da kann der niedergelassene Neurologe gut arbeiten. Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenn die Krankheit weiter fortschreitet, ist es der Zeitpunkt für eine Parkinson-Komplexbehandlung, die wir hier bei uns in der Klinik anbieten, über mehrere Wochen medikamentöse Einstellung und Behandlung in diesem spezialisierten Team. Und wenn es um die Frage geht, liegt eigentlich eine beginnende Demenz vor, hat das was mit dem Parkinson-Syndrom zu tun, dann können Sie sich gerne auch an unsere Gedächtnissprechstunde wenden. Das wäre das, was ich Ihnen heute Abend zum Parkinson-Syndrom näher bringen wollte, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Soll ich in die Kamera? Frage. Die Frage ist, kann man mit Parkinson Auto fahren? Das ist natürlich ein bisschen abhängig vom Krankheitsstadium. Also sicher können Sie in der Frühphase des Parkinson-Syndroms Auto fahren. Mit dem nicht mehr Auto fahren. Wenn das mehr so in die Frage, in die Richtung geht, darf man das überhaupt? Dann würde ich immer empfehlen, es gibt eine ganze Reihe Ärzte, auch Neurologen, die sogenannte verkehrsmedizinische Gutachten machen. Wenn da Zweifel bestehen, sind Sie auf der sichersten Seite, wenn Sie sich ein verkehrsmedizinisches Gutachten machen lassen
und dann schwarz auf weiß haben, ja, in diesem Krankheitsstadium funktioniert das. Ne? Weil das kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt wirklich von dem Stadium der Erkrankung ab. Die Frage, die jetzt noch gestellt wird, ist, welche Sportarten sind hilfreich? Also es gibt sicherlich Sportarten. Im Prinzip können Sie mit dem Parkinson-Syndrom alle Sportarten machen. So, was wir therapeutisch tun, ist, dass wir immer Dinge fördern, die so um Gleichgewicht, Koordination gehen. Also alles, was mit Gleichgewichtstraining, mit Koordinationstraining zu tun hat, ist sicher sinnvoll. Es wird Parkinson-Patienten im Verlauf der Erkrankung zunehmend schwerer fallen, irgendwelche Sportarten zu machen, wo es um rasches Reaktionsvermögen geht. Also das ist auch so ein bisschen eine Frage, wie kann man damit umgehen, dass man Frustrationen erleidet. Ne? Sie werden sicherlich, wenn Sie jetzt joggen, dann wird man sagen, okay, das kannst du eine ganze Weile machen, das ist gut fürs Gleichgewichtstraining, das ist gut für Ausdauer. Wenn Sie Tennis spielen, dann ist das zwar gut, aber ich fürchte, man wird dann irgendwann auch ein bisschen frustriert, wenn der Parkinson-Patient gegen einen Nicht-Parkinson-Kranken spielt, dann ist er ein bisschen, kommt er ins Hintertreffen und ist frustriert. Das wird ihm vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen. Also im Prinzip Ausdauer, Gleichgewicht, Koordination, das sind sicher Dinge, die eher so in den Sportarten wie Laufen, Schwimmen und solchen Dingen ganz gut gefördert werden. Jetzt kommen weitere Fragen. Möglichkeiten zur Vorbeugung. Ja, das ist das Problem, dass wir, hatte ich so kurz angerissen, dass wir nicht richtig wissen, was ist eigentlich wirklich die Ursache. Also wir vermuten ja, dass es irgendeinen Zusammenhang geben muss zwischen Ernährung und Parkinson-Syndrom. Aber so ganz einfach zu sagen, na, das ist jetzt irgendwie ungesunde, moderne Ernährung, so wird es nicht sein, dann gäbe es diese alten Krankenbeschreibungen nicht. Deswegen ist Vorbeugung ein ganz schwieriges Thema, weil im Grunde genommen eben, wie ich gezeigt habe, die Zellen schon kaputt gegangen sind, wenn Sie merken, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich fürchte, da kann ich keinen wirklich guten Rat geben. Dann werde ich jetzt gefragt, Sie hätten kürzlich in Zusammenhang mit Parkinson von den sogenannten MAO-Hämmern gehört. Was sind das für Medikamente und wann bzw. wie werden sie eingesetzt? Die MAO-Hämmer, kann ich da jetzt mit den Folien zurückgehen? Ja, müsste ich können. Nicht? Ich gehe mal auf die Folie mit den Medikamenten zurück. Moment, machen wir gleich. Daps, einen zu weit. Jetzt. Die MAO-Hämmer gehören im Grunde genommen in diese Gruppe hier. Ich hatte gesagt, das DOPA ist entdeckt worden und dann hat man eine ganze Reihe von Medikamenten gefunden, die entweder die Wirkung des körpereigenen DOPAs verlängern, die ähnlich wirken wie DOPA, aber nicht selber DOPA sind, die den Abbau von DOPA verhindern. Und da gehören die MAO-Hämmer rein. Wenn Sie fragen, wie werden die angewandt, dann ist das in der Regel so, dass DOPA ist sozusagen die Grundtherapie und wir versuchen, diese weiteren Medikamente, unter anderem MAO-Hämmer, so einzusetzen, dass die, dass wir an der Dosis des L-DOPA noch ein bisschen was einsparen können, damit wir für später noch eine Reserve haben. Also die ergänzen sozusagen das DOPA in seiner Wirksamkeit. Das wäre zu den MAO-Hämmern. Jetzt habe ich eine weitere Frage. Kann man, hatten wir eben schon noch, da ist nochmal mit dem Autofahren, das ist irgendwie ein zweites Mal hier reingeraten. Gut, dann hoffe ich, alle Fragen beantwortet zu haben. Danke für die Aufmerksamkeit.